und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Teso. Ja, wir haben in der letzten Folge die Armee von Meridia gestartet und wir befinden uns jetzt hier auf der Karte, was ich euch gerade nicht zeigen kann, weil es gerade wieder etwas backt. So, wir befinden uns gerade hier auf der Karte und zwar an diesem Knick hier vor der Schwarzen Schmiede. Ich bin ganz einfach hier, wo ich gewesen bin, in der leeren Stadt, durch dieses Tor geritten, bin dem Weg hier gefolgt und bin dann nach hier gekommen. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir auch schon direkt mit unserer Aufgabe los. Der große und wunderbare Vannos Galerion hat eine Nachricht für euch. Gut, dass er nicht von sich eingenommen ist. Seid gegrüßt. Diese magische Projektion zeigt meinen Verbündeten meinen aktuellen Plan. Getrennt und allein habe ich auch entschieden, unsere Mission zu beenden. Persönlich. Ich habe die Schwarze Schmiede durch eine Seitentür betreten und wollte die große Fessel dahinter zerstören. Warum seid ihr alleine hineingegangen? Für den Fall, dass es eigens erwähnt werden muss, die Schwarze Schmiede erschafft all die grässlichen Waffen von Molag Bal, einschließlich der dunklen Anker und der großen Fessel. Da die große Fessel nun vernichtet wurde, ist die Gefahr der Ebenenverschmelzung abgewendet. Ihr könnt mich nicht wirklich hören, oder? Es besteht keinerlei Grund zur Sorge. Ich bin sicher, dass ich alles unter Kontrolle habe. Ich gehe davon aus, dass ich die große Fessel bereits vernichtet habe und wir in diesem Augenblick unseren Sieg über den Herrn der Gewalt feiern. Ja, ich bin mir sicher, dass es genau so gekommen ist. Ich glaube nicht, dass es so gekommen ist. Ich sollte hineingehen und Vannos finden. So, um da hineinzukommen. Also ihr seht ja, es ist hier so ein bisschen verzwickt, wenn ihr jetzt nach hier rechts schaut. Da kommt ihr nämlich nicht rein. Das zeige ich euch mal eben. So, da kommt ihr nämlich nicht hinein. Das heißt, ihr müsst einen anderen Weg finden. Und zwar, jetzt muss ich mal eben schauen, weil ich reite dann meistens rüber. Ihr müsst hinten auf die andere Seite. Das heißt, ihr müsst gucken, dass ihr natürlich nicht kaputt geht mit der Lava. Und dann könnt ihr hier reingehen. So, hier drin sind wir natürlich vorsichtig, weil das ist ein Dedra-Gebiet. Und wir müssen Vannos Galerius finden. Galerion. So, Entschuldigung. Ihr dort, bitte. Ich brauche eure Hilfe. Seid ihr eine weitere magische Projektion? Was für eine lächerliche Frage. Ich bin die Essenz der Lebenskraft des großen Magiers. Die Dädra haben Vannos gefangen genommen. Sie wollten ihn dazu missbrauchen, die große Fessel mit Energie zu versorgen. Um das zu verhindern, spaltete Vannos seine Essenz in drei Fragmente auf. Was kann ich tun, um euch zu helfen? Vampire nähren sich von dieser Essenz und schwächen sie. Tötet die Vampire und sammelt die Energie, die sie mir abgesaugt haben. Bringt mir diese Energie zurück, dann kann ich diese schwächlichen Bande mühelos sprengen. Was genau seid ihr? Als Vannos Galerion gefangen genommen wurde, wirkte er einen Zauber, um sich in seine drei essentiellen Essenzen aufzuspalten. Lebenskraft, Ausdauer und Magika. Ich bin die Lebenskraft des großen Magiers. Befreit jede der Essenzen, dann können wir den großen Magier wieder zusammensetzen. Warum brauchen Sie Vannos, um die große Fessel anzutreiben? Der große Magier ist gewissermaßen ein wahres Kraftpaket an Magiker-Energie. Die Dädra wollen diese Macht missbrauchen, um die Ebenenverschmelzung vorzeitig abzuschließen und Nirn mit Kalthafen zu verschmelzen. Täuscht euch nicht. Vannos hat mit seinem Plan das Unausweichliche nur hinausgezögert. Und wie wurdet ihr gefangen genommen? Wir mögen die Essenzen des großen Magiers sein, aber wir sind dennoch nicht der große Magier selbst. Nicht ganz. Durch diese Aufspaltung in Fragmente sind wir schwach, verletzlich. Es dauerte nicht lange, bis auch wir in magische Ketten gelegt wurden. Okay, das heißt, wir müssen Lebenskraft sammeln. Ihr
Eine haben wir. Drei haben wir. Okay, das reicht schon. Nehmen wir wieder zurück. Ah, oh, ihr seid zurückgekehrt. Ich hatte die Hoffnung fast aufgegeben. Hallo, das waren jetzt vielleicht 5 Sekunden oder so. Ich habe eure gestohlene Energie geborgen. Ja, ich kann ihre erquickende Anwesenheit spüren. Gebt sie mir zurück und ich werde mich selbst befreien. Folgt meinem Licht in die Sklavenquartiere. Dann können wir dort unsere Essenz der Ausdauer zurückholen. Hier ist eure gestohlene Lebenskraft. Er hat zwar gesagt, folgt mir, aber wir müssen ja sowieso nur hier rein. Und der ist jetzt irgendwie in die andere Richtung geflogen. Ich weiß auch nicht, warum. Weise mir den Weg. Ich folge dir, das wollte ich eigentlich sagen. Das hätten wir doch noch geschafft. Okay, also mehr als 2 würde ich nicht auf einmal nehmen, weil das könnte sonst ein bisschen heiß werden. So, abgeschlossen. Sprecht mit der Essenz hier. Wenn ich nicht daneben springe. Ich spüre, dass die Zeit gekommen ist, die Essenzen des großen Magiers zu erneuern. Wie kann ich euch helfen? Die Essenz vor euch wurde missbraucht, um die Sklaven zu nähren und sie arbeitsfähig zu halten. Sprecht mit den Sklaven und überzeugt sie davon, meine Energie freizugeben, damit ich mich losreißen kann. Falls sich die Sklaven weigern, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Was für eine andere Möglichkeit? Der Zuchtmeister setzte ein Gerät ein, um mir meine Energie zu entreißen. Dieses Gerät kann die Energie zurückholen, aber dadurch werden die Seelenberaubten vernichtet. Das Gerät funktioniert allerdings nur aus einer bestimmten Entfernung. Wenn ihr zu nahe herankommt, könnt ihr einen Sklaven nicht mehr damit anvisieren. Erzählt mir mehr über Vanus Galerion. Was kann ich euch sagen, was ihr nicht schon längst wisst? Vanus Galerion ist das berühmteste, mächtigste und wagemutigste Mitglied der gesamten Magiergilde. Seine legendären Taten waren... nun, legendär. Warum dachte er, er könnte sich allein um all das hier kümmern? Habt ihr nicht zugehört? Er ist der große Magier. Es gibt nichts, was er nicht vollbringen kann, wenn er es sich erst einmal in den Kopf gesetzt hat. Dieser besondere Umstand hier ist nur ein kurzfristiges Hindernis auf seinem Weg. Es macht die Dinge noch interessanter. Mhm. Und er würde ja komplett festsitzen, wenn ich nicht wäre und ihm helfen würde. Ich hasse dieses sogenannte Dasein. Warum seid ihr so niedergeschlagen? Ich glaube, die dringlichere Frage ist doch, warum ihr nicht niedergeschlagen seid. Warum hat dieser schreckliche Ort euch nicht so traurig gemacht, dass ihr fast daran erstickt? Warum? Warum? Irgendetwas stimmt nicht mit euch. Okay, das war nicht so eine gute Idee. Ich dachte, damit kann man dann noch weitersprechen. Ich hasse dieses sogenannte Dasein. Ihr müsst die Energie zurückgeben, die an euch verfüttert wurde. Keine Chance, Hohlkopf. Sie gehört mir. Sucht euch eure eigene. Wenn ihr sie mir gibt, dann kann ich sie benutzen, um diese Schmiede zu zerstören. Nun, wenn das so ist, sorgt nur dafür, dass ihr diese verdammte Schmiede stilllegt. Okay. Also nicht nur darauf aus sein, mehr Text zu lesen, sondern gucken, was die Quest bringt. Ich habe gesehen, wie ihr auf mein Feuer gestarrt habt. Es ist nicht sehr warm, aber es ist alles, was wir haben. Findet euer eigenes Feuer, Fremde. Vor allen Dingen, weil das ja auch so schlimm ist, wenn man sich zu zweit neben ein Feuer setzt. Werdet ihr mir die Energie geben, die man an euch verfüttert hat? Warum?
Ihr seht nicht so aus, als ob ihr sie braucht. Ohne sie werde ich geschwächt und schließlich vergehen. Moment. Wahrscheinlich wollt ihr, dass genau das geschieht. Ihr wollt mir wehtun. Das wird nicht wehtun. Wenn ihr mir die Energie gebt, wird es euch helfen. Ist das wahr? Ich weiß nicht. Ja, na gut, nehmt sie. Nehmt sie und lasst mich in Ruhe. Also ich würde mich ja nicht so einfach überreden lassen, aber okay. Ich wünschte, wir könnten längere Pausen machen. Aber die Arbeit endet nie. Die Energie, die man euch verfüttert hat, ich brauche sie zurück. Und was bekomme ich im Gegenzug? Was habt ihr, das mich gesund und kräftig genug hält, damit ich die Arbeit schaffe, die man von mir verlangt? Wenn ihr die Energie nicht zurückgibt, bekommt ihr eine schreckliche Abreibung von mir. Oh, ihr sitzt aber auf einem hohen Ross. Ihr meint wohl, dass ihr den Posten des Zuchtmeisters an euch reißen könnt, was? Oh, na schön. Nehmt sie und geht mir aus den Augen. Manche von uns müssen für ihren Lebensunterhalt arbeiten. So. Rennt nicht schon wieder davon, Alexis. Ihr wisst, dass ich mir große Sorgen mache. Ich würde ja gerne mal fragen, aber wenn ihr die Energie zurückgeben, werdet ihr die Energie zurückgeben, die an euch verfüttert wurde? Mein lieber Alexis, warum sollte ich so etwas tun? Die Energie macht mich stark. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt. Hat Gold einen Wert in Kalthafen? 347 Gold, das ist nicht gerade wenig. Oh, Alexis, du hast nicht vergessen, wie sehr ich glitzernde Dinge liebe. Ich könnte dir nie eine Bitte abschlagen. Nimm die Energie und setze sie sinnvoll ein. Ja, meines Wissens nach muss man das auch bezahlen, weil das nämlich die vorletzte Energie war. Entkommen? Das ist einfach. Auf den richtigen Zeitpunkt warten, um aufzubrechen? Erst dabei wird es schwierig. Ich brauche die Energie, die an euch verfüttert wurde. Und wie sollte das diesem dabei helfen, seinen Fluchtplan Früchte tragen zu sehen? Dieser glaubt, dass ihr jemand anderen belästigen solltet. Gebt mir die Energie, oder ich reiße sie euch aus dem Leib. Immer nur Gewalt. So ist das mit euresgleichen. Ihr seid so berechenbar. Nun gut, nehmt sie. Dieser hofft, dass ihr daran erstickt. Nicht nett, nicht nett. Aber gut, ich meine, ich war jetzt auch nicht besonders nett. Ich hätte ja auch anderweitig überzeugend sein können. Wart ihr erfolgreich? Ich habe die Energie von den Sklaven geborgen. Der große Magier selbst hätte es nicht besser machen können. Aber verratet ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Nachdem ihr meine Energie zurückgebracht habt, werde ich mich befreien. Das letzte Fragment ist in der Gießerei gefangen. Folgt meinem Licht und ich weise euch den Weg. Na, das hat ja eben schon nicht ganz so gut geklappt. Nehmt eure Energie zurück. So, kleines Lichtlein, zeig mir den Weg. Ich bin aber leider schneller als du. Warum schreit die jedes Mal, wenn sie blockt? Oha. Clanbahn Lederschnalle? Den hatte ich, glaube ich, bisher noch nicht. Hm? Basti, warum läufst du da hinten hin? Okay. Wir müssen zur anderen Seite rüber. So, da du jetzt angehst, gehe ich da mal nicht rum. So, hier immer erst mit ihm reden. Ich glaube, wenn ich ihn von hinten anspreche, dann
Nee, Moment, das war vorne. Man kann es gar nicht richtig erkennen. Ah, der Schmerz. Er ist wunderbar. Aber er muss aufhören. Der große Magier muss wieder gesunden, damit wir unsere Mission beenden können. Wie hole ich euch hier heraus? 4 Siegel bergen die Magie, die mich an diese Maschine bindet. Solange diese Essenz hier an Ort und Stelle eingesperrt ist, saugen sie meine Energie in die Schmiede. Ich dachte, ihr hättet euch selbst aufgespalten, damit sie genau das nicht tun können. Vanos spaltete sich selbst auf, um sie daran zu hindern, seine beträchtliche Energie dazu zu missbrauchen, die große Fessel anzutreiben. Das hielt sie allerdings nicht davon ab, diese Essenz in die Schmiede einzuspeisen. Öffnet die 4 Siegel, dann kann ich dieser verdammten Maschine entkommen. Ich verstehe nicht, was sie euch antun. Sie hatten vor, den großen Magier zu missbrauchen, um sich einen beachtlichen Energieschub zu verschaffen, damit die Ebenenverschmelzung vorzeitig abgeschlossen wird. Vanos teilte seine Energie auf die 3 Essenzen auf, damit sie, jede für sich allein, wertlos für die große Fessel sind. Und was bewirkt die große Fessel? Sie ist eine größere, mächtigere Version eines dunklen Ankers. Sie wurde entwickelt, um eine Verbindung zwischen dem Reich des Vergessens und Nirn zu schaffen. Welchem Zweck dient dann diese Maschine? Sie sorgt für die nötige Kraft, um Molag Baals abscheuliche Eroberungswerkzeuge anzutreiben. Dädrische Waffen, dunkle Anker, die Komponenten der großen Fessel selbst. Und ich bin die Quelle dieser Energie, zumindest so lange, wie die Siegel der Bindung an Ort und Stelle bleiben. Okay, das reicht mir. Dann werde ich dich retten, Vanos. Siegel der Bindung. Abgeschlossen. Alles Siegel der Bindungen. Abgeschlossen. Ich dachte, sie heißen anders, aber okay. Man kann sich ja nicht alles merken. Ich habe das zwar schon zigmal durch, also mit diversen Charakteren, aber man kann sich ja nicht alles merken. Vor allen Dingen achtet man ja auch dann irgendwann nicht mehr drauf, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Die Bindungen sind gebrochen. Die Bande, sie fühlen sich brüchig an. Weniger kraftvoll. Ich habe die Bindungssiegel gebrochen. Dann können diese Fesseln mich nicht mehr halten. Diese Essenz wird sich euch anschließen und dann können wir gemeinsam nach der körperlichen Gestalt des großen Magiers suchen. Wo ist der Körper von Vanos Galerion? Am anderen Ende dieser Kesseltunnel wartet Kototuilk, der mächtige Wächter. Besiegt den Wächter und öffnet den Käfig, der unsere körperliche Gestalt gefangen hält. Ich kann euch zu dem großen Magier führen. Bleibt dicht bei mir und folgt meinem Licht. Mach ich. Bleib nicht ganz so dicht bei dir. Weil dann können wir nämlich um die rumlaufen. So, wenn mich nicht alles täuscht, kommt hier gleich ein größerer Gegner. Also im Vergleich zu den anderen. Nee, war auf jeden Fall nicht das, was ich jetzt dachte. Unverschämter Eindringling! Der Magier gehört mir! So. Hallo? Tür! Ich glaube, hier im Gang kam er. Also, größerer Gegner, ne? Er ist auf jeden Fall für diejenigen, die jetzt keine komplette Ausrüstung haben, schwieriger zu besiegen als andere Gegner. Aber scheinbar war das irgendwie doch ein bisschen später. So.
So, Lebensleitung und Ausdauerleitung. Ah, Gesundheit und Lebenskraft. Willkommen zurück. Und jetzt kommt die Ausdauer zurück. Was habe ich euch vermisst, alter Freund? Ah, viel besser. Jetzt folgt mir, fort von diesem üblen Ort. Dann können wir reden. Okay, ich gehe dann schon mal vor. Sprecht mit Vanos, da ist er. Vielleicht hätte ich das nicht allein versuchen sollen. Dies ist also die große Fessel? Ja, die große Fessel, wo die Ebenenverschmelzung beginnt und endet. Ich dachte, ich würde das allein schaffen, aber da habe ich mich geirrt. Ihr habt mich gerettet und mich aus meiner Gefangenschaft befreit. Wenn ihr mir weiterhelft, können wir dieser Bedrohung ein für alle Mal ein Ende setzen. Ja, und wir haben die Klinge der schwarzen Schmiede erhalten. Eine erfüllte einhändiges Schwert. Die Zeit ist reif. Die große Fessel muss zerstört werden. Das ist richtig, aber ich werde hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, dauert das noch eine ganze Weile, bis diese Quest hier durch ist. Deswegen würde ich erstmal sagen, wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.